In Turnau ist immer was los. Die kleine obersteirische Gemeinde sorgt in Kooperation mit dem Tourismusverband und den ortsansässigen Vereinen und Organisationen für einen abwechslungsreichen Sommer. Den Beginn macht der Markttag 2.0 vom Samstag, dem 6.7. bis Sonntag, den 7.7. Für ein buntes Programm für alle Altersklassen ist gesorgt. Auch sonst ist im Sommer viel los. Unter anderem gibt's den traditionellen Almkirtag am Seeberg. Am Bogusch wird vom 20. bis 25. August gebründelt. Und auch die Kinder kommen mit dem Turnauer Feriensommer nicht zu kurz. Neben den Sommeraktivitäten hat auch die Wirtschaft einen großen Stellenwert in der Marktgemeinde. Ab 1. Juli wird es in Kooperation mit dem Tourismusverband Turnau-Gutscheine geben. Ich glaube, es gibt keine vergleichbaren 1600 Einwohnergemeinden, die diese umfassende Infrastruktur aufweisen können, wie wir sie hier in der Marktgemeinde Turnau vorfinden. Und diese regionale Vielfalt sollen wir auch dementsprechend stärken. Das machen wir auch wiederum gemeinsam Marktgemeinde Turnau und Tourismusverband Turnau. Und so haben wir Turnau-Einkaufsgutscheine ins Leben gerufen. Ab 1. Juli gibt es die käuflich zu erwerben im barrierefreien Bürgerbüro bei uns in der Marktgemeinde. Zur Einführung der Gutscheine gibt es noch einen kleinen Bonus obendrauf. Die ersten 50, die Turnau-Gutscheine kaufen, bekommen ab einem Wert von 50 Euro einen zusätzlichen Turnau-Gutschein vom Tourismusverband Turnau gratis zur Verfügung gestellt. In Turnau ist immer was los. Die kleine obersteirische Gemeinde sorgt in Kooperation mit dem Tourismusverband und den ortsansässigen Vereinen und Organisationen für einen abwechslungsreichen Sommer. Den Beginn macht der Markttag 2.0 vom Samstag, dem 6.7. bis Sonntag, den 7.7. Für ein buntes Programm für alle Altersklassen ist gesorgt. Auch sonst ist im Sommer viel los. Unter anderem gibt's den traditionellen Almkirtag am Seeberg. Am Bogusch wird vom 20. bis 25. August gebründelt. Und auch die Kinder kommen mit dem Turnauer Feriensommer nicht zu kurz. Neben den Sommeraktivitäten hat auch die Wirtschaft einen großen Stellenwert in der Marktgemeinde. Ab 1. Juli wird es in Kooperation mit dem Tourismusverband Turnau-Gutscheine geben. Ich glaube, es gibt keine vergleichbaren 1600 Einwohnergemeinden, die diese umfassende Infrastruktur aufweisen können, wie wir sie hier in der Marktgemeinde Turnau vorfinden. Und diese regionale Vielfalt sollen wir auch dementsprechend stärken. Das machen wir auch wiederum gemeinsam Marktgemeinde Turnau und Tourismusverband Turnau. Und so haben wir Turnau-Einkaufsgutscheine ins Leben gerufen. Ab 1. Juli gibt es die käuflich zu erwerben im barrierefreien Bürgerbüro bei uns in der Marktgemeinde. Zur Einführung der Gutscheine gibt es noch einen kleinen Bonus obendrauf. Die ersten 50, die Turnau-Gutscheine kaufen, bekommen ab einem Wert von 50 Euro einen zusätzlichen Turnau-Gutschein vom Tourismusverband Turnau gratis zur Verfügung gestellt.